Hallo, mein lieber Fische. Schauen wir mal, was der Juni bis Dezember, dieser Zeitraum, dir so bringt. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielleicht hast du auch schon mal in die Jahreslegung reingeschaut, was da angezeigt war, oder in den Monatslegungen für die einzelnen Sternzeichen. Schau auch gerne in deinen Aszendenten, denn oftmals ist es so, dass in unserer zweiten Jahreshälfte, Lebenshälfte, ne, wenn wir dann etwas reifer sind, ja, dass da mehr der Aszendent wirkt, weil das ist immer das Zeichen, wo wir uns im Idealfall hinbewegen. Und insofern haben wir dann auch schon einiges gewuppt und der Aszendent ist dann da immer eher angezeigt. Hier zeigt sich die Flaschenpost von Juni bis Dezember 2024. Also das Thema, was wir hier haben, hat etwas mit Kommunikation, mit Austausch zu tun. Vielleicht auch ja, mit Dingen, die auf den Weg gebracht werden wollen. Das können natürlich auch vertragliche Dinge sein. Etwas, was zukunftsweisend ist. Mit der 15 nehme ich hier ganz stark den Teufel wahr, Steinbock-Energie, berufliches, also etwas, was dich weiterbringen wird. Es ist allerdings vielleicht noch nicht ganz sichtbar. Wir sehen, wie es hier, ja, die Flaschenpost, die braucht halt eine Weile, ne, bis die so ankommt. Vielleicht gehen die Dinge nicht so schnell, wie du das gerne hättest. Vielleicht hättest du es gerne alles ein bisschen schneller. Das ist nicht so der direkte Weg, ne, den man hier einschlägt. Ich würde mal reinschauen, was die Karte uns hier noch verrät, was für dich jetzt wichtig sein könnte. Und dann gehen wir mal in so eine kleine Mini-Legung. Guck mal, was die Tarotkarten sagen. So, wo haben wir denn die Karte 15? Ja, Kommunikation, ein Zeichen, ein Omen, das dir den Weg zu deinem höchsten Wohl weist. Also achte auch ruhig mal auf ja, ganz unbedarfte Zeichen, die sich so am Wegesrand zeigen. Das können Songs sein, ja, also wo eine Strophe dir immer und immer wieder durch den Kopf geht oder eine Zahl, die dir immer wieder begegnet, so Doppelzahlen, 22, 44, 55, solche Doppelzahlen, ne? Dann kannst du gerne mal googeln, was die bedeuten. Hier könnten positive Nachrichten reinkommen in Form von Brief, Telefonat oder eine E-Mail, irgendetwas, was dir sehr viel Hoffnung gibt oder worauf du auch gehofft hast. Bleib da also offen. Und schlussendlich werden sich die Dinge auf jeden Fall positiv entwickeln. Ja, also das sind positive Nachrichten, die hier reinkommen. Sehr schön. Also bitte ruhig auch mal um Unterstützung bei der geistigen Welt, wenn du da auf irgendwas Spezielles hoffst, ja, dass da was reinkommt. Schauen wir mal, um welche Energie es hier jetzt geht für Fische von Juni bis Dezember. Was ist hier so das Hauptthema, um was es sich jetzt in den kommenden Monaten dreht? Da haben wir jetzt aktuell noch Mai, wo ich die Legung mache. Was ist so das Hauptthema? Ist einfach nur dazu da, dient da, dem, dass du weißt, ob das hier dein Thema ist. Da haben wir die Liebenden. Das kann hier um eine tatsächliche Liebesverbindung gehen oder einen Seelenpartner. Seelenpartner, das kann ein Geschwister sein, können Geschwister sein, das kann jemand also aus der leiblichen Familie sein oder jemand, mit dem du gar nicht blutsverwandt bist. Einfach ein Mensch, wo du das Gefühl hast, ja, mit dem verstehe ich mich auch ohne Worte. Man hat vielleicht auch in gewisser Weise Lernaufgaben aneinander. Und auch mit dem Sternzeichen, Quatsch, mit der Karte, die Liebenden, wird ein Luftzeichen dargestellt. Vielleicht hast du es gerade zufällig mit einem Zwillinge zu tun, ne? Und auch das Haus des Zwillinges, das dritte Haus, steht auch für Kommunikation. Also viel Austausch, viel ja, Wort und Schrift. Also du wirst hier viel im Bereich der Kommunikation zu tun haben. Vielleicht ist das dein Arbeitsfeld, dass du irgendwas mit Kommunikation, mit Austausch machst, mit Community, irgendwas, was dir am Herzen liegt. Oder du hast irgendwas mit Informationen, die ausgetauscht werden müssen. Was dürfen wir denn noch über die Liebenden erfahren? Für manch einen kann es ja einfach schlicht und weg um die Selbstliebe auch gehen. Ja? Ein Thema der Selbstliebe, des Herzensweg, dem Ruf des Herzens auch folgen, nehme ich ja auch ganz wahr. Ja? Hier haben wir den Ritter der Kelche. Auch wieder ganz viel Herzenskraft, Herzensenergie, eine heilsame Energie. Ritter der Kelche könnte so deine Energie sein, denn damit sind auch die Wasserzeichen abgebildet, sprich wie du, Fische oder Krebs oder Skorpion. Vielleicht hast du es mit so einem Gegenüber zu tun. Ansonsten ist hier jemand abgebildet, der dich supportet, der dich unterstützt, der sagt, komm, lass uns machen. Ich unterstütze dich, ein friedliches Angebot oder einfach jemand, der sagt,
Ich bin für dich da. Emotional bin ich für dich da. Und da haben wir hier unterm Kartendeck das Ass der Kelche. Also das könnten Treffen sein, liebevolle Gespräche, ein Austausch, der dir sehr gut tut, der sehr heilsam ist. Ja, für mich ist der Ritter der Kelche auch immer so die Therapeutenkarte. Vielleicht begibst du dich in eine Therapie, ja, und hast da viel Kommunikation und legst hier Themen deines Herzens frei, etwas, was dir sehr viel Freude macht. Oder du lernst einen neuen Menschen kennen, wobei der Ritter der Kelche jetzt eher auf jemanden deutet, den du schon kennst, wo man jetzt eben hier in eine Seelenverbindung, in eine Herzensverbindung kommt. Denn Ass der Kelche, die Liebenden und der Ritter der Kelche ist wirklich eine sehr liebevolle, emotionale Energie, eine deutet eher auf eine Paarbeziehung hier hin, ne? Drei der Kelche. Ja, man hat hier Grund zum Anstoßen, man kann das Leben miteinander genießen, man ist in geselliger Runde, etwas, was hier auch gewuppt wird, wenn es hier um vertragliche Dinge geht, das hatte ich am Anfang wahrgenommen, dann wird man sich ja einigen, man wird hier einen Grund zum Anstoßen haben, da könnten mehrere Parteien dran beteiligt sein, ne? Hier sind drei abgebildet, also hast du es mitunter nochmal mit zwei anderen Parteien zu tun. Ja, und dir geht es rundum gut. Du bist hier gut versorgt. Du bist hier sehr glücklich, sehr beschwingt, ja, emotional sehr frei und glücklich und ja, also sehr erfüllt. Das nehme ich wahr. Emotional sehr erfüllt. Sehr viele Kelche, die sich hier zeigen. Also es würde mich nicht wundern, wenn es hier um etwas geht, was mit, ja, mit deinen Emotionen oder der Liebe zu tun hat. Sehr spannend. Schauen wir mal, was wir noch wissen dürfen, in welche Richtung das hier geht. Was ist da angezeigt? Was dürfen wir denn noch mit den Liebenden erfahren? Was geht es hier mit den Liebenden? Der Stern. Also ganz eindeutig geht es hier um Themen der Herzheilung, ja? Themen, die dich lange beschäftigt haben, etwas, was dir vielleicht auch unklar war, was jetzt in die Klarheit kommt. Der Stern steht für Hoffnung, für Transparenz. Ja, wir haben hier drei. Ich hoffe, dass YouTube das Video nicht sperrt, ja, weil hier lauter nackte Menschen drauf sind. Aber das deutet eben darauf hin, dass man hier jetzt transparent wird, dass man sich so zeigt, wie man ist, dass man zu sich steht, ja, dass man viele Themen in sich aufgearbeitet hat und wirklich in die Heilung gebracht hat. Emotionale Heilung nehme ich hier wahr, wirklich tiefe Herzheilung. Also da müssen ganz schlimme Dinge passiert sein. Der Stern steht übrigens für Wassermann. Vielleicht hast du es auch mit dem Wassermann zu tun oder du hast hier Wünsche, Visionen, Träume, denen du nachgehen möchtest. Das nehme ich hier auch wahr mit dem Ritter der Kelche und dem Stern, dass es hier einen Herzenswunsch gibt, etwas, was dir wirklich unglaublich wichtig ist, eine hohe Priorität in deinem Leben hat und den Dingen folgst du jetzt, dem Ding, du lässt dich quasi von deinem Gefühl, von deinen Sehnsüchten und Träumen und Wünschen leiten, um hier etwas in die Wunscherfüllung zu bringen. Es sieht auch ganz gut aus, dass sich deine Vision, deine Wünsche, deine Herzensträume erfüllen mit dem Stern. Das ist nämlich auch die Wunscherfüllung. Unterm Kartendeck haben wir die 10 der Kelche. Maximale emotionale Fülle. Egal, was du hier anstrebst, aber mit den 10 der Kelchen sieht die Sache wirklich richtig bombastisch aus. Ich bin gespannt, wie du auf diese 10 Kelche kommst, was dich da fördert, was der Einfluss ist, der jetzt da eine Rolle spielt, was da auf dich zukommt. Ob sich da ein neuer Mensch zeigt oder um was es hier geht und auch ja, wie du zu der Sache stehst, wie dein Umfeld oder dein Gegenüber dazu steht und was so deine Befürchtungen, Ängste, Blockaden sind, auch Hürden und Hindernisse. Da schauen wir dann noch mal rein, falls sich da was zeigt, wie du damit umgehen kannst, um die Dinge ins Positive zu manövrieren. Deswegen machen wir ja die ganze Legung, ne, damit du jetzt schon weißt, ah, okay, da habe ich noch mal einen Stolperstein. Da kannst du dann im Grunde im Vorhinein schon anders mit umgehen oder hast vielleicht im Vorhinein eine andere Einstellung dazu, wodurch dann die Dinge leichter von der Hand gehen und du leichter an dein Ziel kommst. Wir gucken uns natürlich auch an, wie dein Coming Out ist, also wo du quasi Ende Dezember dann schlussendlich stehst, wenn du so weitermachst wie bisher. Und es gibt für dich noch eine Orakelkarte von den Kraft der Göttinnen, weil ich immer finde, dass die das so wunderbar nochmal abrunden und zusammenfassen. So schön kann ich das in Worte leider nicht fassen und ich finde das immer sehr schön. Da hat man dann nochmal was, wo man nochmal tiefer nachsinnen kann. Ne? König der Münzen zeigt sich hier, also hier zeigen sich ganz stark
emotionale Stabilität in familiären Angelegenheiten. Ja, also man könnte hier um dein Zuhause auch gehen oder deine häusliche Situation, dass es da neue Wege gibt, die man hier geht. Zwei Pagen deutet hier auf einen Neuanfang hin, vielleicht auch etwas, was mit einem Projekt zu tun hat oder einem Kind, etwas Neuem, was in dein Leben kommt. Vielleicht ja, vergrößert ihr nochmal eure Familie oder ihr schafft euch ein Haustier an, irgendetwas, was euch Freude macht, gibt es da. Vielleicht ja, gibt es da irgendwas, ein neues Hobby, irgendwie etwas, was hier euch Spaß macht, was euch einfach die 10 Kelche bringt. Sehr spannend. Wir werden das klären, was die beiden Pagen hier sind, was sich da zeigt. Wenn du das Gefühl hast, ja, das könnte mein Thema sein, das zeichnet sich jetzt schon hier in meinem Leben ab, dann würde ich dir das Extended nahelegen. Das findest du im Mitgliederbereich. Allerdings ein bisschen aufpassen. Manche haben mich schon angeschrieben, dass sie da immer nur die erste Mitgliedschaft vorgeschlagen bekommen. Sprich, das sind die Members, in dem Status hast du leider keinen Zugriff auf die Extended Videos, sondern erst in dem zweiten, und zwar das sind die Fans. Das heißt, geh einfach mal, wenn du meinen Kanal abonniert hast, auf Mitglied werden, dann bist du nicht gleich Mitglied, dann bekommst du mehrere Mitgliedschaften vorgeschlagen und in der zweiten Stufe Soul Family Fans, Fan, ganz wichtig. Da hast du dann alle Extended, also weiterführenden Legungen uneingeschränkt zur Verfügung für jedes Sternzeichen, egal welche Legung und auch aus der Vergangenheit, und kannst du dir auch so oft anschauen, wie du möchtest. Die Videos sind dort werbefrei und du kannst jederzeit die Mitgliedschaft auch wieder kündigen. Ich freue mich, wenn wir uns dann auf der anderen Seite wiedersehen. Ich freue mich auch, wenn ich dann ein Like von dir bekomme, wenn es dir gefallen hat, wenn du hier schon mal positive Nachrichten für dich mitnehmen konntest und hilfreiche Impulse. Also bleibe hier auf jeden Fall zuversichtlich. Wenn es jetzt noch mal ein bisschen schwierig aussieht oder ewig nichts passiert, du das Gefühl hast, boah, das wird hier nie was, ja, du hast hier eine gute Aussicht, dass sich das alles zum Positiven und in die Richtung deiner Wunscherfüllung entwickelt. Vielleicht ist es für dich auch notwendig, hier in die Kommunikation zu gehen. Das sehe ich ja auch, ja. Also bleib da nicht sitzen. Der Ritter der Kelche ist auch jemand, der auffordert, in Bewegung zu kommen, in Aktion zu kommen. Der tritt in Aktion, der nimmt Kontakt auf mit jemandem. Und insofern sei der Schmied deines eigenen Glückes. Okay, ihr Lieben, ich freue mich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.